So, dann gehen wir mal zum Wissenschaftler. Und dann müssen wir noch den Händler suchen. Wir kaufen ihm alle Kisten ab. Your head is looking very... Thank you. Und wieder Geld rein. Also wir können jetzt gerade einfach nur grinden und so ein bisschen uns um unser Grundstück kümmern. Aber wie gesagt, wir können gerne mal gucken nach der Farm, dass wir unsere Kuh unterbringen können. Weißt du nicht, was wir da zu fressen geben müssen oder sowas? Aber vielleicht haben wir dann schon mal ein bisschen was, worum wir uns noch kümmern können nebenbei. Müssten wir wieder eine Runde Widget gemeinsam zocken? Müssten wir das? Wieso denn? Hast du Bock drauf oder was? Aber heute ist nicht ZMF. Weißt du, das ist ein ZMF-Spiel. Hast du Lust zu? Na, ja, verstehe ich. Wie, du hast kein Wasser? Oh, scheiße. Wo ist er denn? Hm. Wie sieht das geldmäßig aus? 74.000, wir haben das Geld auch wieder rein. Sehr schön. Wir haben schon wieder so eine defekte Hose gefunden, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Alle Tagesquests erfüllt und wir können weitermachen. Was war das gerade für ein Geräusch? Das klang so wie dieser Maulwurf halt. Das möchte ich und das möchte ich ausschalten. So, wo ist der Händler? Wo ist der Händler? Wir können es hier probieren, bei ihm seinem Zuhause eigentlich. Ansonsten rennt er bestimmt irgendwo durch die Stadt. Er kommt doch immer am... Ist es nicht, der kommt die letzten 3 Tage des Jahres? Wir sind doch gerade mal am... Welchen Tag haben wir? Wir haben am 20. Na gut. So, das ist der Laden vom Gehändler. Ich habe mir jetzt aber noch nicht rumlaufen sehen. Da oben ist er. Bei der Kirche. I buy as well as sell. So, diese 3 Kisten nehme ich alle 3 mit. 4% Marktpreis gerade. Die Schmuckvitrine. Oh, die Schmuckvitrine bringt Angriff. Dann könnten wir den Angriff hochleveln. Das wäre sehr schön. Jaco Pfeffer. Oh, ja, das ist Chili. Haustierbenenner. Freizeitmann, die brachten halt überhaupt nichts, ne? Warte mal, Diamanten-Wüstenkämpfer-Umhang? 35, 39, 24, oder? Wüstenkämpfer, Diamanten-Wüstenkämpfer-Umhang, 25, 34. Moment. 35, 39, Future Adventure Cloak. Ein
den haben wir ja schon. Das, den haben wir gerade um. Future Adventure Cloak. Gibt es hier nochmal was? Future Adventure Cloak. Ich weiß nicht, ob das schon, das kann ins Museum gebracht werden. Mitkommen. Mitkommen. Die Schmuckvitrine nehmen wir mit. Den Tisch nehmen wir mit. Und das ins Museum geht, da geht es ins Museum. Da können wir das Museum wieder ein bisschen aufleveln. Future Adventure Cloak ist doch der Umhang. Das sieht ja scheiße aus. Wenn ich den Cloak anhabe, brauche ich ein anderes Accessoire als die Glücksanhänger. Das beißt sich halt mit der Kette. Hast du noch ein anderes Accessoire für mich? Yes, yes. Huh? Ja, nichts Gescheites von hoher Stufe, ne? Okay. Cool, wir gucken mal, wir haben ja Accessoires da. Wir gehen aber erstmal ins Museum. Ist gerade wieder ein bisschen Geld bei dem gelassen. Wie viel haben wir jetzt noch? Dann kam hier gerade ernsthaft 10.000 ausgegeben. 10.000. Holla, der Waldfee. Und jetzt stellen wir einige Sachen fest, die wir nicht hinstellen können. Ne? Das wär's jetzt. So. Das Regal geht. Du hast diesen Gegenstand schon gespendet, okay. Du isst also den Keks, meine Junge, ja dann. Gucken wir mal, was hast du denn für einen leckeren Keks? Ich war mit meinem Hund in der Hundeschule. Aber für die Katz. Oh ja. Den haben wir schon gespendet. Den können wir nicht spenden. Und was ist mit dem Tisch? Der Tisch gehört nicht hier hin. Was ist mit Laura? So. Hey Grace. I thought working in a restaurant would be an easy job, but it's tougher than it looks. Some ich weiß schon, was die Leute bei mir machen können für die Punkte, die sie haben. So long, partner. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was du dann einstellst. Wir kriegen eine Bonuskiste. Katori-Punkte, Geld. Erfahrung. Nur das? Öde. Ich hatte jetzt noch mit mehr gerechnet. Oh, wir haben Samstag. Wir müssen ins noch die andere Quest machen. Hier das. Anschauen. Fehler finden. Hab mich inspirieren lassen von. Lass dich nicht immer von anderen Leuten. Nicht Ideen klauen von allen. Inspirieren, ja. Ideen ab. Umgewandelt anwenden, auch okay. Aber kopiere sie nicht. Zumindest nicht 1:1. So, dann machen wir es mal hier. Hier sehe ich schon einen Defekt.
da ist ein Defekt. Doch schafft es schief. Das Magazin ist zu groß, der Griff ist falsch. Hier ist es gebrochen. Und jetzt der Griff zu lang. Der Stern. Hinten. Wie ja gesagt, das Horn ist zu. Aber ich sehe jetzt nicht, dass das Horn wirklich zu lang wäre. Nee, es war zu kurz. Sollen wir mal kurz die Schublade angucken? Ach, da oben. Noch was? Ist das eigentlich dasselbe Gewehr, was hier drauf haben? Ja. Sehr schön. Dann haben wir das auch erfüllt. Wir werden morgen nochmal zum Händler gehen, ob der dann nochmal neue Kisten hat. Ob das funktioniert, das wäre natürlich nice. Haben wir jetzt noch irgendwelche Möbel, die wir eigentlich bei uns jetzt hinstellen können? Das Regal. Hürdenangriff, okay. Dann stellen wir das zu Hause hin. Ich speichere mal ganz kurz wegen der Accessoires-Kiste. Oder Ausrüstung. Also eine Kette kann ich scheinbar nicht umlegen dafür. Ausgefallener Deckerschal. Muss ich halt jetzt gucken, ob sich das irgendwie. Ich brauche was anderes, außer die Kette oder. Also der Orden könnte noch funktionieren oder sowas. Hier so die Armstulpen, Frau Florals, Freizeitband, das ist ja totaler Quatsch. Wo die Gürteltasche? Wir probieren mal die Gürteltasche. Geht. Das ist eine Gürteltasche und wir haben unseren Umhang. Wir werden immer bunter und schlimmer, aber egal. So, dann stellen wir noch das Regal irgendwo hin. Dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Schaden. So, welche Kiste neigt sich denn dem Ende zu? Also die sauberen sind leer, logisch, die haben wir noch nie gefunden. Die sonstige ist schon eine große Truhe. Ressourcen.
Warte mal, vielleicht machen wir erstmal das so. Und gucken dann, wo die Ressourcentruhe ist. Ressourcen. Und dann gehen wir die Ressourcenkiste. Okay. Welche Kiste haben wir noch? Die ja nicht. Die sonstige war, glaube ich, schon eine große, ne? Große Lagerkiste. Stoffe. Können wir uns mal Stoffe anschauen? Wir sagen, das Ding Stoff haben. Okay. Und noch eine Truhe. Wie kann man, welche kann man noch nehmen? Das sind die Mini-Truhen. Das sind die großen und das sind die Holzkisten. So, Relikte fertig können wir bald Ende nehmen, ne? Bei Relikte ist hier schon eine große. Ist auch schon eine große. Dann machen wir Relikte fertig. So. Relikte fertig. Bücher kannst du auch in das Bücherregal machen. Das stimmt. Da hast du vollkommen recht. So. Aber so viele Bücher passen hier nämlich nicht rein. Hier passen, glaube ich, nämlich nur 4 Bücher rein. Das ist nämlich, glaube ich, das Problem. Und daher war, hatte ich das dann da nicht reingetan. Wir können es mal probieren. 4 Bücher können wir ja nehmen. Und jetzt stehen da Bücher drin. Aber es sieht halt komisch aus. Guck mal, wie die da drinnen liegen. Die ragen da drüber. Das sieht echt komisch aus. Die obere Reihe okay, aber die untere Reihe. Man könnte überlegen, ob man nicht eher die Figuren hier hinten nimmt. Das passt dann schon fast eher. Und dass wir das Regal hier drüben hinstellen.
Das sieht ein bisschen besser aus. Sieht süßer aus. Okay. Ich hau das jetzt mal wieder in die Bücherkiste. Ist es denn jetzt so, dass die wenigstens sortiert werden, die großen Lagerkisten? Natürlich nicht. Ah, Leute, warum könnt ihr die nicht sortieren lassen? Das wäre so schön. Das wäre so, so schön. So, hier brauchen wir Wasser. Ich würde im Dienstzug jetzt einfach mal anfangen zu schauen, was wir haben. Hier sind die Saubohnen, die wachsen. Die wachsen. Hier brauche ich 2 Stück Himbeeren. Nehmen wir noch Wasser und Dünger mit. Quatsch. Ich meine Stroh und Dünger. Hat er so gleich 4-mal was genutzt, ne? Hat er nämlich randvoll gefüllt, das ist natürlich nicht so geil. So, hier ist auch wieder 4-mal Sandreis. Und 4-mal gewässert. Dann gehen wir hier vor. Hätte ich gerne eine Kiste. Wir haben ja alle schon Wasser gekriegt, der braucht noch Wasser. So, hiervon brauchen wir 3. Und mitnehmen müssen wir auch. Na gut. Und damit sind es alle gewässert. Wunderschön. Rosenweidensamen. Haben wir davon noch keine reinen Pflanzen? Warte mal. Wo ist denn der Unterschied zwischen fortschrittlicher Werkzeugkasten und fortschrittlicher Werkzeugkasten? Ich kann den Unterschied nicht sehen. Die Kisten können ins Museum. Mal kurz gucken, wo sind Pflanzen? Die haben wir noch nie geerntet, okay. Wie war es auch noch? 7. Das passt also noch, wenn wir hier sagen, ich hätte hier gern 3-mal Weizen. Ja, dann machen wir lieber einzeln gießen. So, aber es nimmt doch langsam was an. Unser kleiner Garten. Den haben wir ein bisschen kleiner gemacht als vorher. Was, wir haben noch. Wie viel Wasser haben wir noch? Wir haben noch ein Wasser. Nein, dann machen wir es nicht. Ich habe hier nicht genügend Wasser, dann machen wir es nicht. So, alles einsortieren.
dann würde ich noch mal hochgehen, Rohst- ich habe hier vergessen, Wasser aufzufüllen, ne? Hahaha, Wassertanks fast leer. Weil die Maschinen halt dauerhaft durcharbeiten, ne? Was sollen sie auch machen? Die sollen wir ja damit auch Geld verdienen. Mit dem Zeug. So, dann zerlegen wir mal wieder. Damit können wir wenigstens auch schön aus Erfahrungspunkte sammeln. Wenn nicht irgendwann am Ende sind. Sieht das eigentlich aus, skilltechnisch. Level? Nö, Stufentechnik ist ja wurscht. Gibt es hier noch eine Stufe oben drüber nach den 4 Sternen? Gibt es da noch 5 Sterne? Voilà. Ja, der Bus ist echt immer so eine schöne Abbau. Möglichkeit. So, den Aluschrott auf alle Fälle mitnehmen. Ja, da ist bestimmt was Gutes dran. So, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Und dann hier. Kommen wir mal ein paar Discs wieder raus. Also wunderbar. Gummischrott kommt auf einmal aus Plastik, okay. Gut. Und wir machen weiter mit dem Eisenschrott. So, komm her. Aua, schlag mich nicht. Finde ich nicht nett, wenn die zurückschlagen. Und noch was? Und hier haben wir doch noch was. Alles klar, mein Lieber, macht dir noch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao. Ist ja heute eh bloß ein ganz entspannter Runde, aber hat man ja angekündigt. Von daher. So. Auf die Schnauze hauen, nie. Jetzt legen wir noch schnell den Baum hier. So, noch ein bisschen. Dann haben wir noch ein Festgestein. Den gelben Lavendel, das ist dann krass. Warum? Einfach weil wir es können. Zumal wenn da Tau mit drin ist, ist sowieso geil. Oh, wir haben Skill. Ein Skillpunkt, sammeln. Vorher hier ist es bloß Ausdauer durch Essen, wollen wir nicht. Und hier ist es, erhöht eine 10%ige Chance beim Holzfällen zusätzliche Materialien zu bekommen. Oder hier oben ist noch was, die Wahrscheinlichkeit, dass Fische vom Köder angelockt werden, wird um 20% erhöht. Das finde ich natürlich besser. Wir machen mal das. War die Humeiseblatt. Ich weiß noch, wie wir am Anfang angefangen haben, hier nur durchs Holz zu wühlen, um überhaupt erstmal Holz zu kriegen.
So, und hier geht's weiter. Wunderbar. Was gewachsen? Nein. So mag ich das. Klatschen wir mal dem das drauf. Der kann eine volle Ladung vertragen. Auch eine ganze Ladung. Habe ich nicht so gesehen, was wir alles so noch bekommen haben. Gucken wir kurz ins Inventar, was da jetzt alles drin ist. Haben wir irgendwas Besonderes von diesem Dinger? Magnesium-Aluminium-Alloy. Moment. Hier hatten wir es. Die konnte man hier nicht aufwerten. Hier fehlt nur noch die Druckanzeige. Wiederverwerter. Pendant Ruin. Okay. Marmorziegel können wir gleich nochmal auffüllen. Und hier fehlt der Klebstoff. Was brauchte ich denn für Klebstoff? Warte, für Klebstoff braucht man dieses Zeug, ne? Deswegen braucht man das Nähgerät, oder? Klebstoff? Ne, wir brauchten Lavendeledelstein. Wir brauchen Lavendeledelsteine und wir brauchen das. Eisenstange. Eisenstange kann man im bürgerlichen Ofen bauen, das heißt, das ist das Ziel, dass wir hier den aufwerten müssen. Das muss erstmal sein. Wie soll ich den denn aufwerten, um den auf dem bürgerlichen? Nee. Wir haben ja Ziegelsteine. Ach, hier Eisenstange. Da. Wir brauchen Magnesiumerz. Magnesiumhaltiges Erz, das zum Raffinieren von Bahn verwendet wird. Deswegen Mole Cave Abandoned Marines. Da kriegt man die erst, deswegen kriegen wir vorher noch nichts. Das war wahrscheinlich das, was auch letztes Mal im Stream von euch gesagt worden ist. Wenn ich jetzt nur mal auf mich hören würde. So, was haben wir noch? Gummischläuche 400, ey, das ist der Mann. Also, das sammelt sich gut an hier. Mit der Zeit. Plus Eisenstange. Eisenplatte. Ich stelle einfach mal ein paar her. Also, zumindest von allen ein bisschen was haben. Mach mal. Udi. Also wir haben keinen Strom, oder? Also das Problem. Wir haben erst gegossen, deswegen ist das kein Problem. Mit sagen Weizen. Und wo nochmal? Rennt schon wieder draußen irgendwie rum. Und wir hauen jetzt hier alles rein und alles aufgeräumt. Ach, ich finde diesen alles sortieren Button so schön. Einmal drauf gedrückt, alles aufgeräumt. Nice. So, dann gehen wir schlafen. Habe ich mir schon gedacht. Das hatte ich mir schon gedacht. So, erstmal Wasser sammeln.
Nicht an den... So. Da müssen wir wirklich erstmal Wasser kaufen, weil wir werden jetzt hier die Maschine eh nicht anschmeißen können sonst. Dann gehen wir als erstes mal... Oh, wir haben eine Quest. Hier ist eine Quest. Dann gucken wir uns nochmal die Quest an. Irgendwas? Gut. Dann lass mal hier hin. Und da ist eine Delle. Da ist eine Delle. Da ist auch ein. Also die üblichen Dinge anklicken. Sehr schön. Das ist falsch. Das ist ein bisschen größer. Wir machen ja gerne mal hier hinten diesen komischen kleinen Knopf. Wenn ihr es seht, könnt ihr es natürlich auch gerne in den Chat schreiben. Ist halt wirklich nicht. Jo, da haben wir mal eins verkackt. Unser erstes, was wir mal Ewigkeiten verkackt haben, aber manchmal ist es echt nicht zu finden. Mittlerweile weiß man ja auch meistens, wo die Dinger sind. Die Kiste ist schon mal runtergefallen. Ist das hier das, was wir... Ja, auch Ruf der Werkstatt, ne? Okay, da brauchen wir noch 2000, um die Rufnummer zu hören. So, also gucken wir noch vor, was wollt ihr denn haben? Gummischale. Okay. Cherrybohnen. Nashornkaktus nehmen wir auch mit. Das Holz nehmen wir mit. Und das hier für den Preis. Was kriege ich denn hier? Festivalabzeichen kriege ich dafür. Toll, da verdiene ich nichts mehr, lieber. Ich brauche das Geld. Das ist wichtiger. Jetzt die komischen Abzeichen. So, Wasser wollten wir dann holen. Dann wahrscheinlich hinten in die Quest reinrammeln. Banjo. Willkommen in die Quest. Mr. Arvio, what's the meaning of all this? Suddenly Sandrock is full of expertly crafted enamel-colored ceramics. So, shall I put you down for a dozen? Two? First, I must have a bit more information. Where did you get these? My goodness, the patterns! They're exquisite! I could sell these for a pretty penny over in Walnut Grove. Why don't you take a guess? Get it right, and maybe I'll give you a discount.
Is that so? You there, builder, trying to sneak up on me again, eh? Surely you know something on this matter. Give me a hint, why don't you? Das muss ein feines Händchen gewesen sein. Eine alte Person. Ich war schweigen. Das muss ein feines Händchen gewesen sein. Hey, careful not to give away the stickball game. A delicate touch, eh? Then it must be none other than Miss Amira. Good, good. Very exquisite indeed. And look who it is. How was your walk, dear sister? Fine. Er wollte ja doch schon diesen überteuert verkaufen, ne? Oder hat er auch. It's me, your old pal, the mysterious man. Did you miss me? No. Ganz klar. Aha, well, I must say I was just here admiring your new products and fine stuff. Very fine indeed. You really showed me. I was just discussing with your brother here about getting a discount on some of these goods. I'll start taking a few of these artworks down to Walnut Grove every month. And soon, we'll all just be a little bit richer. Sounds good, doesn't it? No deal. Eiskalt, kein Deal. What? My sales have been fine lately. Thanks. Aha! Look, perhaps I was a bit harsh before. It was cruel to suggest your popularity here has been due to your appearance. Clearly, I was wrong, but don't let your pride get in the way of us all making money, I beg of you. Okay, then. Just one question. If you really didn't have any confidence in my skills, why bother to sell us the diagram for such a reasonable price? Oh! Was it the mysterious man's plan all along to get my sister worked up enough to have an artistic breakthrough? Or... did he just genuinely believe her work was bad before? I just can't say. The mysterious man works in mysterious ways. Full price, no discount. We can start with a dozen for now. Final offer, take it or leave it. The offer is acceptable and most generous. Thank you, Miss Amira. You shan't regret this. Miss Amira, Mr. Arvio, I'm a man of my word. I'm off to Walnut Grove as promised. I'm glad we were able to come to an agreement. And congratulations on your newly realized skills, Miss Amira. Finde ich aber trotzdem. Geh doch mal weg, Cindy. Finde ich cool. Also finde ich jetzt cool, wie er reagiert und wie sie reagiert. See you next month. Woohoo, what a sale! You were bad to the bone, Hemi. A hardened pro like that and you had him eating out of your hand. This calls for a celebration. To the blue moon! Isn't it a little early to be celebrating? Würde ich auch sagen. Ah, but of course. You are indeed our wonderful benefactor. Builder, investor, potter. Is there anything you can't do? Nö, schaff alles. Yes, actually wasn't bluffing back there. Sales have been quite good since you built the new kiln. Here's the 2,000 goals you lent us. Oh. Thank you for being patient. Also, das wäre großartig, das ist nicht nötig. You were cool. Kann mir trotzdem das Geld nehmen. No, we must pay you back. You have helped us out of friendship, but we too must remain honest. Friends repay one another. Das ist vollkommen richtig. If you say so. Once again, I'd like to relay. Okay, okay. Thanks again. You have our eternal gratitude. 10,000 blessings. Yada, yada, yada. I think we've expressed our appreciation enough, Ham. Ja, habt ihr gemacht. All right. See you later. Bis dann zusammen. So, warte. Wenn du gerade mal hier bist. Komm nochmal bitte her. Er hat nachgeholt. Wir können nochmal auf 3 Kisten holen. Aber wie gesagt, ich finde nichts Besseres als das Tuch jetzt. Den Rest holen wir jetzt nicht. Weil wir können uns das Ding nochmal hinstellen, hätten wir nochmal einen Griff. 9. Einfach nur das, was hinstellen, das, was haben. Ein Angriff muss man hochleveln. Und die Vitrine nehmen wir hoch. Komm. Zielscheibe. Nee. Nemo, mit dir muss ich auch noch reden. Komm her. Und guck mal, was ich hier Schleckeres habe. Eine Dose Hundefutter. Ja, das schmeckt, ne? Lass dir schmecken.
So, dann kaufen wir Wasser. So, haben wir Wasser wieder gekauft. Und das ist ja oben alle in der Kirche. Da können wir die Quest wieder wegbringen. Die wir zumindest schon mal wegbringen können. Wie gesagt, für so einen Tag wie heute geht es, dass wir da einfach nur mal ganz gemütlich grinden, weil wir müssen ja irgendwie... Oh, die Blümchen blümeln! Also blühen. So, da gucken wir nochmal nach. Hallo, Sudam Cooper! This sermon is off the rails! Well, life ain't fair. Dein nicht heute Geburtstag? Sure, I look like a fancy old world flying machine, but you don't see me complaining. Hat er nicht heute Geburtstag, wenn wir gerade vor dem stehen? Nee, der hat morgen. Oder Pech. Moment, was heißt denn das? War das? Ach, Wunschfest ist das. Okay. I guess I could be more generous. We get I just got a fresh. Hast du ein Rezept für mich? Willst du kein Rezept austauschen? Nicht mit dir. Catch you later. I can use that in the next fireside. Nicht mit dir. Farewell. Nicht mit dir. We can't change the nicht mit dir. Bye. Hello. Jetzt hör doch mal. See ya. Den will ich. Thank you. Dankeschön. So, Owen ist guter Freund geworden. We can't change the past. But with Telesis. So long, partner. Die sind so anständig, dass ich immer aufstehe, wenn die mit dem reden. So, und Burger ist auch noch. When will people learn? Good morning, everyone. Sehr schön. Warum konnte man hier nicht eigentlich mal spenden? Nö, kann ich spenden. So, wenn ich jetzt richtig sehe, haben wir die wieder alle Quests erledigt. Wunderbar. Good morning, und wir können nach Hause gehen, Wasser nachfüllen. Und weiter gucken. Dann haben wir wieder Kisten, dann können wir die Kisten wieder aufteilen. Wo hängt denn das Tuch? So, wunderbar. Meerkat, hallöchen. Wie sieht's von Geld eigentlich jetzt aus? Haben wir zu viel wieder ausgegeben? Los geht's. 67 ist okay. So, dann schmeißen wir erstmal die ganzen Öfen an. Erstmal das Wasser anschmeißen. Ohne Wasser läuft hier nichts. Das auch nochmal hinzufügen. So. Noch ein bisschen Plastikschrott. Und ein bisschen Kupferschrott. So. Kann das immer noch nicht erweitern, das ist voll gemein. Na gut, wir können nur gucken, dass wir irgendwie noch was ankriegen. Kupferbahn finden wir doch so, da brauche ich doch gar nichts herstellen, oder? Gut, die lassen wir einfach mal so laufen. So, die ernten wir schon mal. Insofern dann die anderen noch nachwachsen. Genau. Dann stellen wir erstmal das Regal auf drinnen.
Ach so, wir wollten uns ja dann um den den Stall oder was auch immer wir da bauen wollten kümmern. So. Eine Vitrine. Da kann man auch drei Sachen reintun. Okay. Mir ist ehrlich gesagt egal, was wir da reintun. Mir ging es jetzt wirklich erster Linie darum, dass wir hier die Angriffe erhöhen. Noch nicht komplett, können wir morgen komplett machen, denke ich mal. So, wir brauchen wieder. Wir können drei Kisten machen. Die nicht. Die haben wir schon. Na gut, wir fangen mit irgendeiner an. Nehmen wir die jetzt hier hinten, Hosen. Hosen. Eigentlich brauchst du die nie wieder, das ist totaler Quatsch. So. Holz. Und die Relikte 2. So, und das sind dann Bücher. Dann können wir das nach und nach nämlich schon mal austauschen und uns größere Kisten überall hinstellen. Dann läuft das. Sehr schön. Ein paar mehr Kisten ist immer gut. Vielleicht kriegen wir damit auch die Accessoires-Kiste. Problem ist so, wir haben jetzt noch Wasser übrig. Haben wir schon Wasser hergestellt mit den Trautropfen, die wir haben? Wo scroll ich denn? Das ist doch viel weiter rum hier. Wir machen eins weniger, damit wir das Lagerding verpassen. Okay, das wächst, das wächst, das wächst. Hier müssen wir neu pflanzen. Warte, wir holen mal Stroh. Wir holen mal Dünger. Das hat man nicht. Die wachsen, 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 wachsen. Was haben wir hier? Der Sandlauch. Ernsthaft, jetzt hat er viel zu viel Wasser drauf gekippt. Geil. So, hier haben wir nochmal zwei Bäume. Nee. Einmal. Zweimal. Einmal. Und zweimal. So gut aus. Und damit ist das Wasser schon wieder alle. Okay, aber da kann man nächstes Bäumchen pflanzen, haben wir bald wieder. Alles da. Und jetzt gucken wir wirklich, dass die nicht uns wieder vertrocknet. Das darf nicht passieren. Das darf einfach nichts passieren. Gut. Noch eine Quest irgendwie?
jemand, der irgendwas haben will, sehe ich nicht, ne? Nö. Wir wollten, warte. Mir fällt gerade ein. Wir lassen mal gucken, was für ein Tier. Wir hatten nur noch ein Tier. Irgendwas? Nein. Wir hatten doch noch ein Tier. Bei sonstiges irgendwo lag ein Tier rum. Kann er im Stall aufgezogen werden? Genau. Stall. Kostet 1000. WTF. Ich muss sagen, ich finde den hier ganz cool, oder? Und den hier hinstellen würden? Okay, dann machen wir Folgendes. Rutscht mit den Feldern hier hinter. Das Grundstück ist einfach viel zu klein. So. Ist ja schon wieder lese. Da ist das doch wieder nichts Gutes. Wenn ich das schon so lese, was da gerade geschrieben worden ist. So, die Maschine. Ich stelle die mal kurz dahin. Zack. Was? Nee. Nee. Die Montagestation. Nee. Will nicht von der Mauer. Willst du mich verarschen? Ich will die Montagestation versetzen. Jetzt kann ich sie bewegen. Passt. Wenn ich es jetzt sage, ich hätte gerne einen Stall. Okay. Geht noch nicht. Und jetzt? Jetzt haben wir einen Stall. Jetzt lass doch mal die Wand da unten. Billy. So. Die Montagestation da unten ist natürlich jetzt ein bisschen putzig, aber. Ja gut, was soll's. Jetzt haben wir einen Stall. Rising your mount. Different type of mounts have different attributes as quality of the mount. Once you have a stable, you can buy your own mount in the mount store. The stamina limit of mount depends on the stamina level. It will gradually decrease. Mm-hmm. The mount is loyal level will gradually increase during daily use.
but will decrease under certain. At 20, 50, and 100% of the loyalty amount will receive an increase in their attribute and the addition effect. Take good care of the amount, the bonus will expire the loyalty. Du hast kein Wert hier. Beliebtheit. So, du hast jetzt 32 Tomaten drin, das sollte reichen. Lebensmittel 32. Und jetzt gehen wir mal auf unsere sonstige Truhe. Oh, da stand doch, ich muss das in den Stall bauen. Stall. Ist das vielleicht die Scheune? Hühnerstall, Hasenstall, Stall. Das ist die Scheune. Wie viel werden wir, dass die Scheune ist? Wir brauchen 4 Bronzerahmen. So, erneut. What the fuck? Das Ding, oh, das passt da nicht hin. Das heißt, wir müssen ganz schön umdisponieren. Wenn wir das Ding hinbauen wollen, dann machen wir es anders. Habe ich die Rohstoffe wieder gekriegt? Ich hoffe, ich habe die Rohstoffe wieder gekriegt. Dann machen wir es anders. Wir nehmen die Dinger. Ganz an die Wand. So, mal gucken, passt das jetzt, wenn ich jetzt hier sagen würde, Scheune. Mal gucken, ob das breitentechnisch passt. Das sollte gerade so passen, so wie es aussieht, ne? Das heißt, wir müssen hier jetzt die ganzen Felder nochmal umsetzen. Ich hätte gern gleich so mehres, was ich das so markieren kann. Nimm das, das, das. Und mit Tab kann ich auch nicht größer machen. Schade. Und dann nehmen wir auch nochmal das mit. Na komm. So. Wird aber vermutlich immer noch nicht reichen, ne? Denke ich mal. Die Frau da drüben hat relativ viel Platz. Wie gesagt, so einen Gartenbereich noch nicht gebaut. Das ist halt so ein bisschen meh. Ich finde das aber eigentlich mit der Kiste dahinter eigentlich sehr, sehr angenehm, dass das so ist. Ach so, das ist Quatsch, was ich hier gerade mache. So. Es wird Zeit, dass wir halt das Grundstück nochmal vergrößern.
Aber bis jetzt haben wir das Geld halt noch nicht zusammengekriegt. 120.000 brauchen wir dafür. Und da jetzt sinnlos Geld reinzubuttern, ist dann auch so eine Frage. So, wie sieht's aus? So passt es schon mal nicht. Also wir müssen es schon so bauen. Das heißt, die Bäume müssen noch weg und die Dinger 1, 2, 3, 4, 5 müssen weg. Okay. Ah nee, das sind nicht die Bäume. Das sind die Dinger. Gut, wir ziehen auch mit den Bäumen rüber. Ich bin ja schon froh sein, dass ich die schon vorhin gesetzt habe. Dann machen wir auch so. Und setzen die jetzt nochmal daneben. Und die anderen jetzt darunter. Und eigentlich muss es andersrum stellen, ne? Nicht hier, sondern 1, 2. 1, 2. Das O plus. Hier waren zwei Plätze dazwischen, oder? So. Ein Gespiele mit dem Garten, ey. Eine kleine Änderung bringt so viel mit sich, ey. Ich will doch nur ein bisschen was an. Ach du Scheiße. Und noch wieder die. Wo es vier einzelne sind. So. Die Dinger stelle ich jetzt erstmal hier runter. Theoretisch könnten wir die auch so stellen, oder? Dass wir die so längs stellen. So, jetzt probieren wir es nochmal. Und zwar... Genau. Und tendenziell würde ich sogar sagen, dass wir das nochmal wegräumen, weil es passt jetzt eigentlich ganz gut, wenn wir sagen, muss man mal gucken, ob das alles so wie ich das will. Na? So. Zack, 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 zack. Nein, nicht das. Dann brauchen wir die Ansicht. Ein hin und her geräumt ist das. Wenn wir jetzt sagen, wir drehen die Dinger mal so. Wie sind denn das eigentlich? 1, 2, 3, 4... Ja, oder warte mal, wir machen das ganz anders. Ich nehme die nochmal weg. Ich darf im Stream nicht mehr sagen, dass mir der Magen knurrt oder sonst was. Da wird mir doch mal gleich was Essen reingereicht. Vielen lieben Dank. Ja, habe ich gesagt. Aber okay, dann hast du es nicht mitbekommen. Aber es passt jetzt so wunderbar. Vielen lieben Dank dafür. Ist das nicht süß? Seht ihr es? Nee, nicht wirklich. Da.
Würstchen mit bisschen Senf in Herzform. Voll niedlich. So Kleinigkeiten erfreuen doch das Herz. So, dann drehen wir das um. Dann machen wir nämlich hier noch ein Ding. So. Das war jetzt nicht so geplant, weil da hat er jetzt wahrscheinlich auch die Dinger weggeräumt. Oder aber, warte mal, wir machen das vielleicht so, dass wir die ganze Reihe so machen. Ich werde hier noch 10 Mal umräumen, sag ich euch. In der Hoffnung, dass wir hier... Ich hoffe ja, dass wir die wirklich von der Seite bedienen können, ansonsten muss ich sie nochmal umdrehen. So. Die Sägemaschine? Machen wir das nämlich hier so. Dann hätte ich hier gerne die Öfen. Aber auch mit dem Lager nach hinten mit dem Ergebnis. So. So. Was mich noch stört, ist, dass wir hier so schlecht an die Wasser, an den Wassertank rankommen. Ich hätte ihn gern seitlich stehen irgendwie. Dass wir da besser rankommen. Und dann haben wir jetzt hier nochmal eine Maschine. So, Kloverkehr drauf und der Amboss. Da ist die Kochstation, da ist dies, da ist jenes. Mal gucken, wie es aussieht. Natürlich haben wir einen Brief gekriegt. So, da ist das Grundstück etwas enger geworden. Wir kommen jetzt hier sofort ran. Wir kommen an die ganzen Teile ran. Nice. Läuft doch. So, das sind die Sägen, das sind die Sägen, das sind die Sägen. Das ist die Nähmaschine und das ist das Ding. Das mag ich hier an der Stelle überhaupt nicht eigentlich. Warte. So geht's vielleicht. Ja, so. Und dann haben wir hier unsere Station. Hier unsere Scheune. Jetzt kann ich doch hier. Jo, wir haben einen Jagdmehlkalb. Oh, ist das süß. Und es freut sich. Dann gucken wir mal, dass du was zum Futtern kriegst. Wie das aussieht, 32 Tomaten drauf. Na, ist auch fein. Freut sich. Was denn hier? Wir haben uns eine kleine Scheune gebaut. Wir haben was für die Tiere. Auf dem kleinen Grundstück ist es natürlich schwierig. Aber ja. So, dann würde ich sagen, knallen wir mal noch unsere Ausdauer weg. Und ich nasche hier mal kurz so ein Würstchen. Ist vor allem lustig. Weil ich selbst gedacht habe vorhin so, wir haben noch wieder ein Würstchen im Kühlschrank. Das hole ich mir nochmal. Manchmal können wir einfach gegenseitig Gedanken lesen. Das ist herrlich. So. Was macht ihr denn da? Die spielen bestimmt Verstecken mit Rocky. So. Ich kann nur den Mund beim Essen nicht so weit aufmachen, weil mir ist die Lippe eingerissen. Das ist nicht so geil. So, die riecht richtig so schön in der Ecke. So, dann zerlegen wir das in aller Ruhe. Dann bringen wir das alles wieder rüber. Ich finde es aber schön, dass das Bauen jetzt keine Zeit am Tag gekostet hat, sondern wir jetzt wirklich ganz in aller Ruhe bauen, abreißen konnten und bauen konnten, umbauen können. Und wir haben jetzt ein Jagdmehl. Kälbchen. Und unsere Haustiere, die können wir doch eigentlich benennen, ne? Also Coco benennen wir nicht. Die hat ja schon ein, kriegt ja schon ein Tier. Und die anderen Haustiere, die jetzt hier schon vorgegeben mit Namen sind, würde ich jetzt auch nicht umbenennen wollen. Die würde ich auch belassen. Aber unsere anderen Haustiere könnten wir umbenennen. Ja.
So. Und hier drüben noch die Plastik wegnehmen. Na klar, mit dem Finger in seinem Freien. Toll. Nicht aufhören, schön weiterarbeiten. Nimm auch gleich mit. Und weiter geht's. Wie viel wir davon denn wirklich brauchen, weil ich sag mir so, lieber haben wir es hergestellt, als wir bräuchten es dann irgendwann. Wir müssen bestimmt mal wieder runter in der in diese eine Mine, um dieses andere Material abzubauen. Wäre zumindest nicht verkehrt, denke ich. Und nach dem Tag werden wir heute erstmal ein kurzes Päuschen legen, dass ich mal kurz um die Ecke kann. Ich habe hier eine Nachricht bekommen, die ich noch beantworten muss. Privater Natur. So. Sehr schön. Ja. Ich gehe mal noch nach da hinten in den Turm, weil da ja noch das diese Kartoffeln und die ja, Tomaten liegen. Die brauchen wir doch sowieso zum brauchen wir ja fürs Tier. Wenn die es eh frisst, und dann brauche ich nicht erst ranzüchten selbst, sondern wir können uns gleich da noch erstmal bedienen. Wenn hier die Körbchen sind. Ist zwar nicht viel, aber egal. Das ist nichts, würde ich sagen. Ich will gerade sagen, was sitzt denn da? So. Brauchen wir noch ein paar Blutsteine. Noch ein paar Würstchen. Den hat man ja schon vorgearbeitet. Hör auf, Junge. Ein kleiner Nervtag, ja. Ich nehme die Güllehaufen mit, weil da ab und zu mal ja Samen drin sind. Und das kann ja nicht verkehrt sein, ne? So. So, ich muss den letzten Ausdauerpunkt noch wegknallen. Nur dafür habe ich es gemacht. Dankeschön. Noch ein Würmchen, aber das kann ich nicht aufheben, ne? Genau. Sehr, sehr schön. So. Haben wir noch Wasser da? Ja, wir können was herstellen. Du hier. Goodie. Und dann schmeißen wir mal neu an. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger auszuwählen, wenn die so nah beieinander stehen, aber egal. Kriegen wir schon alles hin. So. Hätte schon zwei drin stehen, ne? Nochmal so.
Und dann hören wir das. Ja, das ist halt alles stehen geblieben, dadurch, dass wir vorhin keinen Saft mehr hatten. So. Vielleicht stellen wir uns das gleich von außen, sieht ob der schon. Hat noch Kupferschrott. Das ist doch Gummi, das kann noch zusammengelegt werden. Einmal Gummi, einmal das. Und das. Sehr, sehr schön. Was haben wir noch hier für Bretter? Hartholzstöcker können wir mal bauen. Dann haben wir das auch. Wir müssen dann noch morgen vielleicht noch mal zum zum geheimen Händler, geheimen Typ. Ja, der hat glaube ich ein Schild zum Namen geben. Und es schadet ja nicht unserem Kleinen gleich schon mal einen Namen zu geben, ne? Wolltuch haben wir noch ein paar. Gürteltasche brauche ich nicht. Garn haben wir so gut wie nie gebraucht. Hier nehmen wir mal eine ganze Packung, bitte. Unbedingt. Okay. Das können wir nicht. Hier können wir nochmal hinzufügen. Und das kommt alles rein. So, Eisenplatte ist Metall. Metallkiste haben wir auch schon eine große, ne? Ja. Die ist auch bald voll. Und das ist Sonstiges oder so. Ne, nicht Sonstiges, Ressourcen ist das. Ressourcen. Ja. Goodie. Dann gehen wir schlafen. Sonntag gehen wir zeitig schlafen. Und dann machen wir eine ganz kurze Pause. Und dann wäre ich dann gleich. Ach, morgen ist der Händler gar nicht da. Nee, der Monat läuft noch. Ganz kurze Pause. So, und dann bin ich gleich wieder da. Kleinen Moment bitte. Ist man von euch gar nicht gewöhnt. Noch ein Würstchen. Mache ich mir noch was zu trinken auf. Und dann blinkert noch mein Handy. Da will noch jemand was. Moment. Konnte ich denken. Ja. So. Na dann. Wir machen weiter. Also mal gucken, vielleicht haben wir Glück und der Händler rennt und läuft noch rum. Ich weiß aber nicht. Wir haben auf jeden Fall einen Brief bekommen, sehe ich gerade. Und hier ist es jetzt deutlich enger als vorher. Also es ist sehr, sehr kuschelig hier. So, dann bringen wir erstmal das weg. Vom Forschungszentrum, jawohl, wir haben den industrielle Maschine. Das heißt, wir müssen zum Forschungszentrum dann zurück. Wir laufen jetzt erstmal noch hier hin. Und schmeißen die Dinger an. Können auch gleich noch einen hinterher schmeißen. Wo die Eier zu tun haben. Der hat zu tun. Der hat zu tun. Und der hat zu tun. Der hat noch nicht so viel zu tun, dann kriegt er hier das noch drauf. Der ist hier auch gleich fertig. Der hat Eisenschrott, Kugelschrott, Maschinenschrott. Noch das noch drauf. Ah. Und du machst gerade Mechaniken, das ist super. Dann machst du nämlich hier Mechaniken bitte komplett. Und das auch. Sehr, sehr schön. Ich denke mal, die Bronze-Barney kaufen wir einfach.
unser Tank müssen wir dann noch auffüllen. So, dann gucken wir noch mal kurz auf die Karte. Oh, die haben sehr viele Wünsche, sehe ich gerade, aber ich sehe den Händler nicht mehr. Ist er abgereist wahrscheinlich. Das ist natürlich schade, aber wir haben 4 Wünsche. Dann gucken wir doch noch mal, ob wir das alles erfüllen können. Macht es noch Sinn, die Dinge eigentlich herzustellen? Oder soll ich die einfach als Relikte lassen? Das wäre ja fast sinnvoll, oder? Naja, ich hau die jetzt mal in die Reliktekiste und irgendwann fällt es mir ein und dann schmeiße ich die wieder woanders hin. Egal. Sortieren wir mal nachher. Wir brauchen Gummi, Gusseisenrohr, das können wir gerne nehmen. Das Segeltuch nehmen wir mit. Was wollten ihr damit? Das will ich überhaupt nicht hier. Bergrose können wir mitnehmen. Dann nehmen wir die Bronzebahn noch mit. Unser Haustier können wir aber noch mal kurz gucken. Hallo. Ja, mein Kleiner. Geht's dir gut, ja? 2 hat er gegessen. Ah, da sehen wir, wie es schmeckt ihm nicht so sehr. Können wir es wieder rausnehmen? Dann tun wir einfach mal 2 Kartoffeln mit rein. Mal gucken, wie er das mag. Haben wir. Bronzebahn brauchen wir, die kaufen wir einfach. Dann können wir alle Quests wegbringen. Und dann schauen wir uns an, was die Tagesaufgabe ist für die. Wenn ich jetzt gucke, wir haben jetzt Bronzebahn einfach 20 gekauft. Wir kriegen für den, haben dafür 600 bezahlt, kriegen dafür für 10 Stück. Also das ist eine sehr, sehr gutes Geschäftsverhältnis, muss ich sagen. So. Das, ja. Warte, renn nicht weg, renn nicht weg. Du hast einen Wunsch? Oh, da hat aber gleich ordentlich reingehauen wieder. Jagdmehl-Hohenkamm. So long, Partner. Okay, Jagdmehl-Hohenkamm. Rudi. Sonnenschutzmittel, das kannst du sofort kriegen, das ist kein Problem. Das hole ich hier drüben. Ein Sonnenschutzmittel. Judy? Guck mal, was ich hier habe. Bringt mir die Beziehung bei Trudi, wenn wir die verbessern. Was bringt mir die Beziehung bei Trudi? Wir werden noch weit unten bei ihr sein, so wurscht. So 10% weniger Gold für die Verbesserung von Eigenheim. Erhalte 10% beim Kauf von Land. Das heißt, wir sparen uns jetzt 1200 Grad, oder? Banjo? Also den Hohenkamm müssen wir noch. Den Hohenkamm müssen wir dann noch besorgen. Nemo sehe ich gerade nicht.
So, dann gucken wir kurz hier hin und holen wieder Wasser. Ich kann keine 17.000 dafür ausgeben, das bin ich jetzt. Nee. Keine Chance. Also diese Dorfbewohner sind echt ein Sauhaufen, wie viel Müll die da einfach rumliegen lassen. Wahnsinn. Das ist die letzte? Das ist ja schon die letzte. Sehr schön. Und dann müssen wir nochmal zum. Tracer möchte auch was haben. Hallo. Möchte den Tracer haben? Wo ist die Carla Schrank? Wo ist die Carla Schrank? See ya. Weiß ich nicht, ob ich den herstellen kann. Hallo. Have you ever tried just quietly watch? So. Thank you. Okay, Quest sind erledigt. Die Carlos Schrank brauchen wir und was hatte ich noch gesagt? Den Hornkamm. Den Hornkamm könnten wir haben. Ah, hey there. Ein Motor. Jensen ist jetzt ein Freund von uns. Was bringt uns zu Jensen? Und was bringt es uns Jensen zu Freunden? Keiner. Überhaupt gar nichts. Ich guck mal nach. Hier ist Coco. Warte. Kurz quatschen. So. Können wir einen rustikalen Schrank bauen? Müssen wir bestimmt irgendwo kaufen, rustikalen Schrank. Okay, einen Hornkamm könnten wir aber mal kurz halten. Sicherheitshalber speichere ich bei. Wenn ich in die Accessoires-Kiste gehe, immer mal. Wir könnten bei unseren Möbeln auch noch einen rustikalen Schrank haben. Nee, einen rustikalen Esstisch. Warum haben wir den eigentlich nicht genutzt? Da bringt nur Verteidigung, okay. Den Hornkamm, Jagdmeer Hornkamm haben wir nicht, ne? Doch. Er kann sogar ins Museum gebracht werden. Das kann auch ins Museum gebracht werden. Probieren wir mal aus. Vielleicht kriege ich das ja alles im Museum unter. Okay. Den Hornkamm brauchen wir, den rustikalen Schrank brauchen wir. Der Motor fehlt. Ich habe einen Motor vergessen. Einen Motor. Dann bringen wir ihm noch den nochmal. Hat Jensen erstmal den Motor. Kannst du denn damit was anfangen? Kurzen Punkte, sehr schön. So, rustikaler Schrank und den Hornkamm. So, der war hier drin. Wer wollte denn den rustikalen Schrank haben? Ach, Crace war das, ne? Ja, Pablo. Howdy. Du wolltest einen Hornkamm. Aha. Gehen wir zu Crace, den Schrank wegbringen. Wie sieht's denn Geldtechnik eigentlich aus? Mit 66.000 brauchen wir noch ein bisschen. Dann
gehen wir mal zu Crates. Aha. Aber wie man sieht, haben wir den Laden wieder aufgeräumt. Owen? Einmal plaudern. Und hast du ein Rezept für mich? Ich habe mir heute Mittagessen gemacht. Das war Max sehr gut, wenn ich es sagen darf. Ich habe es Tomatenfisch genannt. Willst du das Rezept? Ja, erzähl mir mehr. Wir haben Tomatenfisch gelernt. So, und jetzt gehen wir zum Forschungszentrum und bringen noch beauftragende neue Forschung.